Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lands of Lore Teil 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben einen Schlüssel gekriegt. Wir haben Nahrung gekriegt. Ich habe eine Sache vergessen. Hier haben wir unser Zeug, glaube ich, weggelegt gehabt. Das heißt, das war unser Lager. Das habe ich ganz vergessen zu markieren. Eigentlich könnte man es aber auch hierher legen. Na gut, egal. Auf jeden Fall, jetzt wollen wir... Unser Hauptziel ist jetzt auf jeden Fall, zu den Drakonidenfriedhof zu gehen. Ich will aber erst noch das Ding hier erforschen. Ich glaube, da geht es auch zu einem neuen Dungeon rein. Die Drakonidenruinen. Und ich glaube, da müssen wir sogar noch rein, weil wir da einen Gegenstand brauchen, wo wir in den Friedhof brauchen. Glaube ich zumindest. So, den Bernstein. Stein, beziehungsweise... Sprechender Stein. Sprechender Stein. Nein, kein sprechender Stein. So, und die lassen wir mal hier liegen. Ne, die will ich, glaube ich, behalten. Ah! So. Alles klar. Dann gehen wir auf jeden Fall jetzt mal runter. Das könnte, wenn ich es richtig gesehen habe, ein bisschen herausfordernd werden. Das sieht ja nicht ganz so toll aus. Einfach geradeaus. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das tatsächlich diese Ruinen sind. Lieber mal kurz speichern. Okay. Ich glaube, hier sollten wir öfters mal speichern. Wobei, wenn es so bleibt, wenn der Weg so bleibt wie jetzt, dann sollte es eigentlich gehen. Aber wenn da... Es kommen Sprungpassagen. Oh, vielleicht doch kein Dings, kein Dungeon, wie ich gedacht habe, sondern irgendeine Schiffrolle. Autsch. Das war, glaube ich, ein bisschen zu weit. Schriftrolle. Und was ist das für eine? Silberblatt und Regenbogensulfid ergeben einen Meridian der Verdunklung. Okay, danke schön. Das ist ein Rezept. Auch nicht schlecht. Doch, da scheint es irgendwo reinzugehen. Alles klar. Ah ja. Da wird sogar angezeigt, Drakonidenruinen. Also habe ich doch richtig gelegen. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es einen Gegenstand, den wir brauchen für später, um mit Toten reden zu können. Oh, und irgendwas scheint hier zu sein. Wieder richtig unheimlich. Wieder richtig, richtig unheimlich hier. Okay, was ist das hier? Da geht es auf jeden Fall zum Dschungel der Wilden. Relativ. Ja. Hallo? Greifst du an? Nee. Du greifst nicht an? Aber ich kann auch nichts mit dir machen. Hoffe ich jedenfalls, dass sie nicht angreifen. Oh. Wieder eine Gegend, in der ich mich definitiv nicht wohlfühlen würde, wenn ich wirklich dort wäre. Was ist denn das Schönes? Kommt mal gar nicht durch, aber... Oh. Aha. Hm.
Ich sehe es aber auch nicht irgendwie in so einer Art. Wow, was ist das da? Hm. Das war irgendwie ein Grafikfehler. Okay. Hm. Nee. Ah, wisst ihr was? Wir mal probieren. Ich speichere mal schnell ab und dann schauen wir uns nochmal so eine Dings an. Die Karte an. Oh, Moment, da ist was. Steinquader. Okay, müsste ich auch nochmal schauen, für was der gut ist. Kann man da wirklich nicht rein? Hm. Ob man da als Echse dazwischen kommt? Ah. Wäre jedenfalls interessant. So. Wir speichern mal kurz. Dann essen wir so ein Teil. Ja, das ist klar. Und ohohoho. Schaut euch das mal an. Wow. Okay, hier haben wir viel zum Erkunden. Dann hätte ich gesagt, bleiben wir mal vielleicht. Ja, schauen wir uns dieses Gebiet hier vielleicht mal an. Bis hierher erstmal. Oh Mann. Das ist wieder ein heftiges Gebiet. Oh, was ist denn das Feines? Oh. Kann man da Funken drauf zünden? Wow. Was ist jetzt kaputt? Aha. Ah. Vergiftet. Oh, toll. Ich trete mal die Flucht an. Ha! Ja. Wir kommen hier durch. Oh. Hm. Und jetzt kommt man definitiv was machen. Also irgendwas haben wir auf jeden Fall hier machen können. Hm. Ach, das sind 3 Stück sogar. So, jetzt sind alle oben. Oh. Genau. War das jetzt, hat das jetzt irgendwas damit zu tun gehabt? Ah. Was liegt denn da oben drauf? Mächtiger Bezoarin. Ich glaube, der Bezoaring. Ne, da hat sich nichts mehr geändert. Ich glaube, der Bezoaring, der verhindert, dass wir vergiftet werden. Was dann hier eigentlich gar nicht mal so verkehrt wäre. Das ist alles nur, weil ich das Ding hier angemacht habe. Aber eigentlich ist es nicht so verkehrt. Weil es, jetzt ist es schön hell. Aber die Dinger greifen uns alle an. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt besser ist oder schlechter. Okay, jetzt versuchen wir den einen mal hier wegzuhauen. Oh.
Okay, den Hammer. Ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig, die Dinger hier anzumachen, die Säulen. So, diesmal aber nicht mehr. Okay. Da ist der Nächste. Vergiften tun sie uns nicht mehr, da wir so einen schönen Ring haben. Ja, mit dem Feuerschwert wird man jetzt mehr Schaden machen. Andererseits treffen wir hier definitiv schneller, von daher ändert sich das wahrscheinlich nicht wirklich. Na hopp, komm schon. Okay. Es dauert immer relativ lange, bis die, bis die aufgeladen sind. Könnte das sein, dass die diese Dinger mit Strom versorgen? Sie machen nicht nur Licht, sondern versorgen die mit Strom und deswegen. Und deswegen haben wir hier, okay, da geht's auf jeden Fall in eine Schlucht rein. Das Ding hier ist irgendwie kaputt. Dafür brennt's jetzt nur noch? Hm. Da könnten wir auf jeden Fall lang. Ich bleib aber erstmal hier. Ja, das sind tatsächlich ganz schöne Ruinen hier. Hoppala. Da ist wieder so ein Typ. Naja, sagen wir so, so leveln wir auch ein bisschen unsere Stärke hoch. Das ist ja auch nicht verkehrt. Okay. Auch den Hammer. Ja, das ist schon ziemlich krass hier. Was für eine krasse Säule hier. So, und da geht's auch noch weiter. Aber ich glaube, dann waren wir jetzt überall. Also hier scheint es jedenfalls mal nichts zu geben. Jetzt könnten wir entweder hier in dieses Gebiet reingehen. Ich glaube, da kam man ja durch. Oder in dieses Gebiet. Eine gute Frage, wo wir da als nächstes hingehen. Vielleicht bleiben wir ja mal in diesem Gebiet hier. Okay, was ist das Feines hier? Oh, ich kann mich nicht verwandeln. Ich kann mich nicht, ich kann es nicht, ändern, dass ich mich verwandeln kann. Weil, naja. Keine Magie mehr da ist. Ach so, sorry, ich musste mich ganz anders hinsetzen. Ja, zaubern geht leider nicht. Ah, Monster ist immer so, so lästig. Okay, also da scheint irgendwie eine Statue zu sein. Eine Säule zu sein, die wir vielleicht irgendwie benutzen können. Ich wollte gerne jetzt noch einen Zauber drauf sprechen, aber das geht ja im Moment gerade nicht. Warten wir mal, bis wir mit Dings sind. Dann würde ich sagen, hier würde ich mal eine Säule hinsetzen.
So, Säule. Anscheinend können wir da noch nicht vorbei. Ich schätze mal, da brauchen wir irgendetwas vielleicht dazu. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, doch. Der Verdunklung. Passt schon. Und dann müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite erstmal gehen. Ich wäre echt froh, wenn das Monster wieder rum ist. Leider konnte ich es nicht mehr verhindern. Wir haben nicht mehr genug Energie gehabt, um diesen Zauber zu verhindern. Das ist einfach leider zu teuer. Und auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht sicher, ob wir da überhaupt weiterkommen als Monster. Das sah aus, als ob da eine große Schlucht wäre, wo wir uns eher als Echse vorankommen würden, oder? Ja, wisst ihr was? Jetzt gehen wir doch vielleicht schon mal auf die andere Seite. Wir haben ja zum Glück schon alles ein bisschen vorbereitet. Da könnte man wieder Licht machen. Da könnten wir auf jeden Fall Licht machen. Hier geht es irgendwie in ein Haus rein. Da haben wir nochmal so einen Würfel. Was ist das? Das sieht auch aus. Ah, jetzt hat endlich. Das sieht auch aus, als ob wir hier ein bisschen Licht machen könnten. Noch so ein Würfel. Oh, Schubladen. Oh, cool. Wir können sie sogar aufmachen. Aber. Oh. Scheint nichts drin zu sein. Schade. Oh. Oh, noch so ein Würfel. Oh. Übersehe ich den gerade die ganze Zeit? Oder. Hm. Da ist nichts. Hm. Oh. So, hier haben wir auf jeden Fall einen schönen Rückzugsort. Das Ding machen wir an. Das Ding machen wir an. Und das machen wir an. So, da haben wir, wie gesagt, ein kleines Haus. Ich nenne es einfach mal Haus, dann wissen wir, dass das da ein Haus ist. Guck mal, da wäre auch vielleicht was rübergegangen. Das ist vielleicht so ein Echsenweg oder sowas. Ah, guck mal. Da ist sogar noch eine Tür. Ja, das da ist wahrscheinlich der Echsenweg hier. Da wird man wahrscheinlich als Echse langkommen. Nee, noch nicht mal. Ach, da oben geht's wahrscheinlich lang hier. Ja, okay. Dann ist das wohl eher nur ein Rückweg. Nicht ganz. Was? Wo? Wow! Aua! Okay. Das ist ja heftig. Was ist jetzt passiert? Wir scheinen hier irgendwie gefangen genommen worden zu sein von diesen Echsenwesen. Zu weit. Okay.
Wow. Das war jetzt nicht so sonderlich toll. Wir scheinen in einer Art Arena zu sein. Wow. Okay, das ist etwas arg krass. Also hier haben wir nichts drin gehabt. Machen wir erstmal ein bisschen Licht. Die Frage ist, war das... Müssen wir uns da sogar schnappen lassen vielleicht? Um überhaupt weiterzukommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, dass wir vielleicht hier gar nicht groß weitergekommen wären. Haha! Haha! Da unten liegt's. Okay. Ja, das ist dieser Weg. Das ist dieser Echsenweg. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was ist das da? Ah, da hinten scheint es weiterzugehen. Okay. Also das ist auf jeden Fall hier schon mal soweit fertig. Da ist der Weg, wo weitergeht. Ich dachte jetzt, wenn wir den wirklich uns gefangen nehmen lassen, um dahin rauszukommen, und der fällt jetzt in die Schlucht runter, dann wäre dieser Weg ja schon verbaut. Und das wäre extrem scheiße. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Also es scheint ja ganz normal weiterzugehen. Ja, also hier geht's nicht weiter. Also mit der Echse könnte man noch weitergehen. Könnte aber nur sein, dass wir hier wieder so rauskommen. Moment, das können wir ja gleich mal kurz ausprobieren. Nee. Wenn ich mir das anschaue. Der Echsenweg führt dann hier weiter. Der geht quasi hier lang. Dann kommt man vielleicht hier in diesen Raum rein, aber ich wüsste nicht, wie ich hier reinkommen soll. Hier ist dann noch was, das geht dann hier lang. Hier ist so ein Teil, das geht wahrscheinlich dann hier, ja, okay. Also im Moment haben wir keine andere Wahl, als entweder uns als Echse zu verwandeln. Oder hier weiterzugehen. Ja, schon ziemlich krasse Sachen hier. Ich frage mich... Wow. Ah, ich verwandle... Wow, 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 wow. Nichts wie raus hier. Moment. Ja, die sind doch schon etwas heftig. Hey, Echsengang? Ja.
Ja, super. Echsengang und sofort, ja, okay. Wenn wir von den Typen sterben. Wenn wir von den Typen sterben, dann sind wir tot. Wenn wir von den Echsen umgebracht werden, kommen wir quasi in dieses. In diese Arena, wo wir da noch gegen die kämpfen müssen. Und die Gegner hier sind doch schon ziemlich, ziemlich heftig. Puh. Vielleicht hätten wir doch jetzt zum Friedhof gesollt. Na gut, aber jetzt sind wir schon hier. Jetzt schauen wir, jetzt machen wir das Beste raus. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.